Dem Wettbewerber einen Schritt voraus. Agile Planung, das war das Thema in unserem ersten Webinar. Und an dieser Stelle möchte ich eine kleine Wiederholung durchlaufen. In unserem ersten Webinar sprachen wir über die Ebenen der Planung. Ja, nicht auf Unternehmensebene, auf der Ebene einer Geschäftseinheit oder einer Abteilung. Wie ist das Informationsmanagement? Ganz wichtig, wie werden Zwischenergebnisse kommuniziert? Wie sind die Phasen der Planung? Grundvoraussetzung für gute Planung, das Sammeln der Information. Sammeln der Information in vorgegebenen Planungstemplates, die einfach, einleuchtend und einsichtig gehalten werden, einen großen Wiedererkennungswert haben und nützliche Informationen sammeln. Nicht alle möglichen, sondern die Informationen, die wirklich gebraucht werden. Entscheidungsfindung gehört in den strategischen Planungsprozess. Ein Staged Gate Prozess mit Status-Reviews, wo es auch zu Budgetfreigaben und Ressourcenfreigaben kommt. Natürlich ist Planung ein Zyklus, denn Erfolg in der Zukunft erwartet immer nur denjenigen, der aus der Vergangenheit auch gelernt hat. Und natürlich die Verankerung der Planung im Unternehmen durch einen strategischen Planungskalender. Dies waren die Themen im Webinar 01. Im Webinar 02 sprachen wir über strategische Früherkennung. Wir sprachen über die Zukunft und den Einfluss der Zukunft auf die heutige Planung, auf strategische Landkarten, die Herr Dr. Siewi jetzt auch nochmal unterstrichen hat, mit einem schönen Beispiel sogar versehen. Softwareunterstützte strategische Planung, intelligente Informationssammlung führt auch zur intelligenten Informationsbereitstellung, waren die Themen von Herrn Zimmermann und von Herrn Göksche der Solid. Die Zusammenfassung dieser Vorträge können Sie und die Videomitschnitte natürlich auf unserer Webseite downloaden und sich nochmal anschauen. Der Skipper und die Crew, Navigation, Strategieentfaltung bei Wind und Wellen. Most companies die not because they do wrong things, but because they keep doing what used to be right things for too long. Wo früher ein Ozean war, ist heute ein Archipel mit zahlreichen Klippen. Deshalb gilt es, das Ruder fest in die Hand zu nehmen und den Kurs regelmäßig zu überprüfen. Strategie und Zukunft hängen miteinander untrennbar überein. Bain & Co. untersucht jedes Jahr die aktuellen Management-Trends durch Umfragen. Fünf Kernpunkte sind herausgekommen: die Optimierung des Geschäftsfeldportfolios, Sicherstellung der Kapitalisierung, eine Stakeholder-Ausrichtung, höhere Planungsflexibilität und die ständige Verbesserung der operativen Exzellenz. Das sind die Kernthemen im Management. Produkte und Services überarbeiten, glaubwürdige Geschäftsmodelle sicherstellen, das Risikomanagement verbessern, Frühwarnsysteme etablieren, Stresstest-Szenarioplanung durchführen, Flexibilisierung von Planungs- und Budgetierungsprozessen und Techniken zur Entscheidungsfindung sowie nicht wertschaffende Komplexität verringern und den Fokus auf Innovation setzen. Das sind die Themen, die im Trend liegen. Und unsere drei Schwerpunkte Agilität, Früherkennung und strategische Entfaltung finden sich dort. Details der Befragung ergaben, dass 89% Kultur der Strategie als gleichwertig gegenüberstellen. 80% bejahen, dass Innovation wichtiger ist als Kostensenkung. 68% der Unternehmen stimmen zu, dass Kunden und Mitarbeiter vor Kapitalgebern kommen.
63% sehen Umsatzsteigerungen, stellen Umsatzsteigerungen in den Vordergrund und sehen Kostenreduktion eher als sekundär. Und immerhin 44% sind der Meinung, dass die Marktführer von heute in 5 Jahren ihre Führerschaft verloren haben. Welche Werkzeuge werden genutzt, um diese Felder tiefer zu ergründen? Szenarioerfassung, Kundenzufriedenheitswerkzeuge, bessere Kundensegmentierung, strategische Allianzen und Kernkompetenzen. Ganz interessanter Punkt, auch durch eine McKinsey-Studie, jetzt kürzlich im letzten Monat im McKinsey Quarterly veröffentlicht. Kernkompetenzen sind wichtig. Diese Diversifizierung tritt ein wenig in den Hintergrund in der Krise. Denn das, was ich nicht habe, muss ich nicht unbedingt anschaffen. Ich kann es mir auch durch intelligente Partnerschaften, kann ich diese Leistungen anbieten. Man muss nicht immer alles selber machen. Man braucht die richtigen Partner. Kundenbeziehungsmanagement. 86% sehen strategische Planung als wichtiges Thema an. Firmenidentität. Dr. Siebel sprach von Visionen, von Firmenidentität, Visions- und Missionsformulierung. Und dazu gibt es einen ganz, ganz einfachen Test. Stellen Sie sich an ein Werkstor und fragen jeden Mitarbeiter, für was das Unternehmen denn steht, für das man arbeitet. Wenn Sie keine Antwort bekommen, funktioniert die strategische Kommunikation. Denn Strategie kann nur aus der Identität zu dem eigenen Unternehmen erwachsen. Wie sehen diese Managementwerkzeuge im Trend aus? Nutzung global. Strategische Planung, wir sehen es auf 2 in Nordamerika und Asien, 2 global, 1 Lateinamerika, in Deutschland auf dem 3. Platz, aber dennoch sehr hoch. Vision, Mission, Identität, Lateinamerika 1, global 3, Nordamerika 4. In Europa etwas abgeschlagen. Unser Fokus liegt eher ein wenig auf Finanzmanagement, Controlling, Budgetmanagement. Ob das so richtig ist, stelle ich mal in Frage. Customer Relationship Management. 2, 1 in Nordamerika und Europa. Strategische Planung, Firmenidentität und Kunden stehen im Vordergrund. Hier sehen wir es nochmal etwas anders dargestellt. Zufriedenheit und Anwendung. Auf einer Skala von 5 liegt die Zufriedenheit zwischen 3,9 und 1,4. Das heißt also im oberen Drittel, aber noch deutlich von Best in Class entfernt. Hier kann man was machen. Hier werden anscheinend die Werkzeuge vielleicht zu standardisiert verwendet. Strategische Planung ist immer ein Individualgeschäft. Werkzeuge müssen dort angepasst werden. Aber betrachten wir die Strategie, die Mission, die Vision, die Kunden und die Allianzen und die Kundensegmentierung, so erkennen wir, dass dies alles Marketingthemen sind. Und Marketing hat sich verändert in den letzten Jahren von einer Funktion, die eher neben Produktion, Finanzen und Human Resources als gleichwertig angesehen worden ist, in eine Funktion als Navigator, die den Kundendialog mit Produktion, Finance, Human Resources und dem Unternehmen moderiert. Marketing in der Rolle als Navigator. Dies hat uns dazu geführt, ein strategisches Rahmenwerk zu entwickeln. Und dieses besteht aus 9 strategischen Schwerpunkten, die durch 4 einfache Prozesse verknüpft sind. Wir beginnen mit der Identität. Wie ich sagte und wie Herr Siebel sagte, Identität ist der
Kernpunkt, der Beginn einer jeden Strategie. Kunden folgen als nächstes. Und natürlich benötigen wir eine Marke, in der positive Wahrnehmung des Unternehmens gesammelt wird und kommuniziert wird, um Reputation zu erzeugen. Reputation ist fast wichtiger als das Produkt. Dies ist der sogenannte Wahrnehmungsprozess. Die eigentliche Leistung, sei es Produkt oder Dienstleistung, wird über die Erreichbarkeit und die Abdeckung in den Markt kommuniziert, in einem Erreichbarkeitsmanagement oder Abdeckung. Ressourcen setzen Leistungen anhand eines Businessmodells um. Konvertierungsprozess im Markt. Und aus diesem Businessmodell, aus diesem Konvertierungsprozess entspringen Umsätze von den Kunden, Extraktion, Ausbringung. Das Ganze funktioniert wie ein Motor. Man kann sagen, dass der Konvertierungsprozess der Motor des Autos ist. Die Extraktion, die Leistung an der Achse, die Provision, im Wesentlichen der Vergaser und die Wahrnehmung, die Perzeption, der Kraftstoff. Die Leistung, das Angebot, die Identität und der Kunden, das ist das Alignment einer Unternehmung. Rewards, Belohnungen entstehen dann, wenn die Umsätze größer sind als die Kosten, die die Ressourcen in einem gegebenen Geschäftsmodell erzeugen. Resonanz ist der Widerklang der Marke in der Marktumfeld und sorgt dafür, dass die Reputation beim Kunden entsteht. Schauen wir quer, schauen wir horizontal. Die Erreichbarkeit der Leistung und die Ressourcen, das ist das tägliche operative Management. Die Marke, die Identität, die im Geschäftsmodell, im Markt und den Kunden näher gebracht wird. Das Image Management und die Werterzeugung, Value Management, sind die Umsätze und die Reputation, mit der Kunden, Unternehmen belohnen. Diese 9 Schwerpunkte und 4 Prozesse müssen in der strategischen Planung berücksichtigt. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu unserem ersten Webinar und blicken in die Ausrollung der strategischen Planung und der Marketingplanung. Wir hatten einen Kommunikationsprozess, der in verschiedenen Ebenen stattfindet, mit Gates versehen wird. Dieser Prozess, der zwischen der strategischen Planungseinheit und der Marketingplanungseinheit stattfindet, muss natürlich auf alle anderen Planungseinheiten, sei es die Fertigung, die Logistik, die Forschung oder auch Human Resources, als interdisziplinärer Abstimmungsprozess weiterentwickelt und ausgerollt werden. Was bedeutet das? Kurs halten beim Navigieren. Da gibt es den Wind und die Strömung, die wir berücksichtigen. Das Ziel ist nicht immer auf einem einfachen Kurs zu erreichen. Nein, wir werden durch den Wind abgetrieben. Oder durch sogar Wind und Wellen, die Strömung, und die sind auch nicht immer gleich stark. Also wir nähern uns dem Ziel nie in gerader Linie, sondern immer in einer Annäherung. Und Kurs halten ist eigentlich die Aufgabe von Six Sigma, die durch geeignete Mess- und Analysemethoden Kursabweichungen bestimmt und kontinuierlich nachsteuert. Kontinuierliche Kontrolle ist eine Aufgabe von Six Sigma. Bei einer Kursänderung muss die Richtung, die Aufgaben, das Team und die Anweisung besser verteilt und umgesetzt werden. Das heißt, Kursänderung ist Aufgabe erstmal von allen, aber im Wesentlichen vom Skipper. Der Skipper bestimmt den Zeitpunkt der Veränderung des Kurses, teilt die Aufgaben auf die geeigneten Crewmitglieder und bereitet das Manöver vor. Klare Anweisungen gewährleisten, dass alle Beteiligten im richtigen Takt die erforderlichen Tätigkeiten erledigen. Strategie ist zunächst die Planung einer koordinierten Ausführung. Operatives Geschäft ist kontinuierliche Kontrolle. Hoshin Kanri,
setzt sich zusammen aus Ho, der Richtung, Shin, der Nadel und Kanri eigentlich dem Management. Management by Policy oder Policy Deployment. Ho, Shin, Kanri, Toyota, Hewlett-Packard setzt es ein, besteht im Wesentlichen aus drei Elementen. Einem Prozess, einem Plan und mehreren formalisierten Berichten. Prozess nennt sich Catchball-Prozess, der Plan nennt sich Ho-Shin-Plan und die formalisierten Berichte X-Matrix und Kontrollpläne, Lageberichte. Wir gehen in den nächsten Minuten kurz auf die X-Matrix ein. X-Matrix ist auch nichts Wildes. Es gibt, wie Sie sehen, oben links L-Matrixen, oben rechts C-Matrixen, Y-Matrixen, T-Matrixen und es gibt eine X-Matrix. Eine X-Matrix beschreibt einfach nur die Form einer Matrix, die an den Ecken Korrelationsfelder aufweist. Was bedeutet das? Wir schauen in die untere Hälfte der Matrix, in den Süden der Matrix. Dort werden langfristige strategische Ziele des Unternehmens eingetragen. Und zwar einmal in quantitativer und einmal in qualitativer Form. Qualitative Form ist sehr wichtig. Narrative Strategien brauchen wir, um die Mannschaft zu motivieren, ins Boot einzusteigen, um eine Vorstellung zu entwickeln, was hinter dem Horizont ist und um mitzufahren. Natürlich brauchen wir auch quantitative Elemente dieser Ziele, einfach um rechnen zu können. Auf der linken Seite werden die Strategien, die Wege zum Ziel aufgezeichnet und in dieser kleinen Korrelationsmatrix sehen wir, ob ein Ziel durch eine oder mehrere Strategien hier in diesem Fall auch abgedeckt werden. Ob ich auch wirklich das tue, was ich tun will. Strategien beantworten immer die Frage nach dem Wie. Was getan werden muss. Maßnahmen und Aktivitäten beantworten die Frage nach dem, wie die Strategie umgesetzt werden muss. Auch hier sehen wir wieder unser Korrelationsfeld. Tun wir das Richtige? Setzen wir die geeigneten Maßnahmen um, die unsere Strategie dann auch ermöglichen? Auf der rechten Seite der Matrix im Osten sehen wir die Ziele und die Messgrößen. Beantwortet die Frage, wie viel muss erreicht werden, diese auch wieder quantitativ und qualitativ. Und jetzt kann man auch die Matrix schließen nach unten. Sagen, sind diese Messgrößen und diese Ziele, die dort erreicht werden müssen, geeignet, um die längerfristigen strategischen Ziele auch zu erfüllen. Hier eine Korrelation, wird genug getan? Wird das Richtige getan? Sind wir auf dem richtigen Weg? Setzen wir die geeigneten Maßnahmen um? Wie messen wir diese Maßnahmen? Sind unser Ziel Messgrößen für die Maßnahmen ausreichend? Das bildet die X-Matrix auf. Darüber hinaus aber auch wird Verantwortung zugewiesen. Verantwortung für die Maßnahmen und Aktivitäten, die umgesetzt werden, hier in diesem kleinen Bereich der Matrix den entsprechenden Personen und Funktionen zugewiesen. Nun haben wir aber gelernt, dass Verantwortung auf taktischer, also auf Umsetzungsebene nicht ausreicht, um Strategien erfolgreich umzusetzen. Strategieverantwortung ist wichtig und daher haben wir der X-Matrix noch eine L-Matrix übergeordnet mit einem Korrelationsfeld hier oben links, welches die strategische Verantwortung zuweist. Und da kann es durchaus sein, dass jemand eine Strategieverantwortung hat, in der Maßnahmen umgesetzt werden, die nicht der direkten Berichtslinie entsprechen. Das heißt also, eine Matrixmanagement wird wichtig,
dass beispielsweise ein Marketingleiter Projekte in seiner Strategie hat, die in der Logistik umgesetzt werden, zum Beispiel. Wenn im Marketing Kundenbindung und Belieferung, Belieferungstreue wichtig sind. Strategieverantwortung ist bereichsübergreifende Verantwortung. Ausführungsverantwortung findet in der Regel innerhalb des eigenen Kompetenzbereichs statt. Koordinierte Ausführung. Zu Beginn gibt die strategische Planungseinheit die Firmenziele vor. Aufgrund dieser vorgegebenen Ziele denkt das Unternehmen die Organisation nach, wie diese zu erreichen sind. Und hier ist die Frage nach dem Wie, nach dem Weg, nach der Strategie. Hier kommen dann Strategien zurück, die werden zurückgespiegelt und in einem Gate ausgewählt. Diese vielversprechenden ausgewählten Strategien werden nun formalisiert. Sie werden formuliert, synthetisiert und qualifiziert. Sie werden der strategischen Planungseinheit vorgestellt und dort findet in einem Gate, in diesem kleinen lila Diamanten angezeigt, Gate bewertet und freigegeben. Dies sind die Strategien, die zum Erfolg führen sollen. Die kommen in die Matrix und werden dort eingetragen und nun von den eigentlichen Planungseinheiten ausformuliert. Ausformulieren bedeutet, dass taktische Aktivitäten und Maßnahmen der Strategie herbeigefügt werden. Die werden natürlich auch mit Kosten versehen, sodass man den Erfolg quantifiziert, den Kosten der Strategie entgegensetzen kann. Und im dritten Gate werden dann diese taktischen Maßnahmen freigegeben, inklusive der Budgets und der Ressourcen. Das ist im Wesentlichen ein Catchball-Prozess, dem die gesamte Organisation beteiligt ist an der Strategiefindung. Und strategische Planung und Budgetplanung sind untrennbar voneinander. Nachdem Judith Packard Coaching Country eingeführt hat im Bereich des gesamten Unternehmens, fand man raus, dass es noch mehrere Planungsprozesse parallel gab, die nicht miteinander verknüpft waren, unter anderem diesen Budgetierungsprozess. Und das hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen sehr unter Druck kam, dass Budgetentscheidungen letztendlich dazu geführt haben, dass Strategien nicht umgesetzt werden können. Deswegen von vornherein sind strategische und Budgetplanung parallel durchzuführen und sind untrennbar miteinander verbunden. Aus jeder Aktivität, die hier geplant wird, so konkret geplant wird im ersten Level Hoshin, wird im zweiten Level Hoshin ein weiterer Plan. Die Initiative Taktik wird Überschrift des Plans. Der untergeordnete Plan entwickelt seine eigenen Objectives, seine eigenen Strategien und seine eigenen weiteren Maßnahmen, seine eigenen Mess- und Ziele. Ein Plan, ganz einfaches Dokument, heißt A3, weil es immer auf DIN A3 gedruckt wird, beschreibt die Situation, die Objectives, die Goals, wobei die Objectives qualitativ sind und die Goals quantitativ, mehrere Strategien, die möglich sind und wie Erfolg gemessen werden kann. Hier nochmal ein Bild des Beteiligungsprozesses, Catchball-Prozesses, Kaskadierung der Ziele, koordinierte Ausführung über die Organisation. Kontrollpläne auch in DIN A3-Format, einfache Darstellung, die Strategien, die taktischen Maßnahmen werden in Form eines Implementationsplans, eines Kalenders mit Milestones umgesetzt, aufgezeichnet
und Attainment wird notiert. Regelmäßig werden diese Pläne reviewed, Abweichungen werden analysiert und Corrective Action vorgeschlagen. Das heißt also im Fazit, Unternehmensidentität muss jedem klar sein. Alle Hierarchieebenen sollten im strategischen Planungsprozess beteiligt sein. Strategische Planung und Budgetplanung dürfen nicht getrennt werden. Führungsverantwortung auf der Strategieebene muss verankert werden. Ocean Canary ist ein sehr, sehr geeigneter und einfacher Prozess. Er ist besonders mittelstandskompatibel, da man eigentlich nur 4 A3 Blättchen braucht, um sein Unternehmen zu führen, um koordiniert Strategie auszurollen. Es geht natürlich auch größer. Toyota und Hewlett-Packard sind Beispiele dafür. Software hilft uns natürlich dabei, sowas jetzt auszurollen. Große Warnung vor Bürokratie und Formalismus ist Tod jeder Strategie. Strategie ist immer noch ein kreativer Teil. Total Quality Management und Hoshin Kanri sind verschiedene Dinge, obwohl sie in der letzten Zeit sehr stark miteinander übereingelegt werden, vermischt werden. Aber Hoshin Kanri ist im Wesentlichen ein sehr einfacher Strategie-Ausrollung.